Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Witzel, ich fange mal an, wo ich mit Ihnen sogar noch übereinstimme. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir, wenn wir weiter regiert hätten, hier im Kita-Bereich hätten nachsteuern müssen. An der Stelle stimmt das. Aber das ist auch wirklich die einzige Stelle, und deswegen können Sie nicht, können Sie hier nicht Ihre Mehrausgaben alles unter Schlussbilanz und Reparaturhaushalt fassen. An der einen Stelle würde ich Ihnen sogar zustimmen, damit diese Debatte hier auch mal ein bisschen sachgerechter geführt wird. Aber Sie verschleiern mit diesem ganzen Gerede, das ist alles nur Schlussbilanz, das ist alles nur Reparatur. Erstens nehmen Sie da Ihren Gestaltungsanspruch überhaupt nicht an. Sie sind gewählt worden. Sie sind hier gewählt worden, nicht zu reparieren, sondern zu gestalten. Und zum Zweiten, und das ist eigentlich mein Punkt, und zum Zweiten zeigen Sie mit Ihrem Nachtragshaushalt hier, dass Sie eigentlich kein Konzept haben, wie es in der Haushalts- und Finanzpolitik weitergeht. Vier Punkte. Erstens, es fehlt jegliche Nachhaltigkeit in der Haushalts- und Finanzpolitik mit diesem Nachtragshaushalt. Denn es ist null Gegenfinanzierung vorhanden. Und Ihre ganzen angeblichen Einsparungen, die Sie noch in der Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag mit Digitalisierungsdividende, Bürokratieabbau und wo man überall Geld herkriegen kann, nichts konkretisiert bis zum jetzigen Tag, gar nichts. Nur wolkige Sprüche, keine Gegenfinanzierung. Zweitens, wir haben ja eine Politik auch im Haushalts- und Finanzausschuss vom Minister präsentiert bekommen, die nicht zu Ende gedacht ist. Es gibt keine Kostenfolgeabschätzung. Beispiel Grunderwerbsteuer. In Schleswig-Holstein gibt es eine Finanzministerin, eine Grüne, die sagt, wenn wir irgendwas in dem Bereich machen, darf dies nicht zulasten des Landeshaushalts gehen. Und dann machen wir das unter Umständen aus. Aber erstmal will ich die Gegenfinanzierung haben. Diese Herangehensweise nennt man zu Ende gedachte Politik. In NRW läuft das so ab, dass der Finanzminister hingeht und sagt, schauen wir mal, dann machen wir mal so eine Bundesratsinitiative. Wir wissen auch nicht, wie viel das kostet, aber dann sehen wir mal. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir vom Bund kriegen. Und selbst das Institut der deutschen Wirtschaft mit einem sehr fundierten Gutachten, was ja im Auftrag der FDP gelaufen ist, das bilanziert, das wird mindestens, Herr Minister, 1 Milliarde Euro kosten. Da müssen Sie doch die Frage beantworten können, wie dieses Wahlgeschenk finanziert wird. Und das tun Sie nicht. Drittens. Ihre Politik schottet sich ab gegenüber jeglicher Ratschläge, Stellungnahmen oder aber auch Rückmeldungen. Beispiel Kommunen. Da redet man doch mal darüber, Herr Laumann. Hat denn Ihre Kollegin Frau Scharrenbach im Kabinett Ihnen zu dieser Krankenhausinvestitionsfinanzierung nicht rückgemeldet? Das könnte Probleme geben mit den Haushalten der Kommunen. Ja, besonders mit den Kommunen, die in der Nothaushaltsverordnung sind. Die wissen ja gar nicht, wie sie das dieses Jahr decken können. Ja, dann stellt sich der Finanzminister hin und sagt, ist alles geheilt? Ist alles geheilt? Wir haben die Anhörung, da sagen die Kommunalen Spitzenverbände genau das Gegenteil. Warum machen wir hier nicht eine Rücküberweisung im Haushalts- und Finanzausschuss und klären das mal? Ja, also bei mir hatten Sie kommunal, ich habe keinen Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, auch nicht der Kommunen gehört, der sagt, ist alles geklärt, ohne Probleme. Drittens, das war mein dritter Punkt. Viertens Ihre Intransparenz. Viertens, ich meine aber auch nicht nur die kommunalen Rückmeldungen sollen Sie ernst nehmen, sondern vielleicht auch mal Rückmeldungen vom Landesrechnungshof. Auch die ignorieren Sie komplett, denn die sagen zum Beispiel bei den 139 Stellen, wenn Sie es denn ernst meinen würden, dass das irgendwann alles mal wieder eingespart werden wird, warum machen Sie denn da keine KfW-Vermerke dran? Warum tun Sie das nicht? Das wäre eine Empfehlung vom Landesrechnungshof. Aber auch der Landesrechnungshof ist hier offenbar nicht gefragt, wenn er entsprechende Rückmeldungen gibt. Vierter Punkt, Intransparenz. Keine Frage, Herr Minister, zu diesem Nachtragshaushalt haben Sie eigentlich im Haushaltsfinanzausschuss beantworten können. 139 Stellen. Wo werden die eingesetzt? Sagen wir nicht. Wie werden die denn jetzt wieder eingespart? Ja, das machen wir irgendwie im Laufe der Legislaturperiode. KW-Vermerke, wir haben da andere Ideen, die Sie uns aber offenbar nicht mitteilen wollen, wie Sie diese Ideen haben. Intransparenz, ich sagte es schon beim Thema Grunderwerbsteuer. Ein Wahlgeschenk, was Sie mal eben in die Lande pusten, und dann kriegen wir das schon irgendwie vom Bund wieder. Ja, meinen Sie denn, dass
eine Bundesregierung, egal wer da drin sitzt, mal eben dem Land NRW 1 Milliarde Euro refinanziert, weil Sie hier Ihre Wahlgeschenke an die Familien verteilen? Das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Intransparenz auch in der ganzen Frage Krankenhausinvestitionsfinanzierung. Herr Minister Laumann, es gibt Kommunen, die zum Beispiel Doppelhaushalte haben. Es gibt Kommunen, die jetzt schon ihre Haushalte für 2018 aufstellen. Da redet man doch mal miteinander und sagt, ist das jetzt eine einmalige Maßnahme oder sind hier strukturelle Veränderungen geplant? Es geht ja nicht darum, dass wir kritisieren, dass Sie mehr Geld kriegen, sondern es muss doch vor Ort in den kommunalen Haushalten auch eingeplant werden. Nein, meine Bilanz, Kolleginnen und Kollegen hier von den Regierungsfraktionen und Herr Minister Lienkämper, das ist keine Schlussbilanz, die Sie hier vorliegen von Rot-Grün und kein Reparaturhaushalt. Das ist Ihr Offenbarungseid einer nicht nachhaltigen, einer konzeptlosen, einer nicht zu Ende gedachten Haushalts- und Finanzpolitik, die auch noch nach dem Motto läuft, was schert mich hier eigentlich mein Geschwätz von gestern, als wir noch in der Opposition waren? Vertrauen in Politik schafft das nicht. Dankeschön.